Herum seht ihr das Steckenpferd, hier ist der Erik übrigens. Ja. Willkommen zu Hause. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt schon eingeschaltet. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß. Ihr hört jetzt noch ein paar einleitende Worte von Heike, die euch ein bisschen noch Sainsbridge näher bringt vielleicht auch. Und wir freuen uns tierisch hier drauf. Schaltet ein. Schön, dass ihr da seid. Jo. Ganz kurz, was macht Sainsbridge? Sainsbridge ist ein Schüler- und Öffentlichkeitslabor an der Uni Kassel. Unser Name ist Programm. Wir wollen eine Brücke sein zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Und was wir machen ist, dass wir Laborkurse anbieten, Workshops und Vorträge, so wie diesen heute Abend. Und warum wir das machen, was ist unsere Motivation? Wir wollen, dass die Wissenschaft erklärt wird. Wir wollen euch nahebringen, wie funktioniert Wissenschaft, was machen die Wissenschaftler an der Uni, warum tun sie das, mit welchen Methoden machen sie das. Und dann wollen wir natürlich auch mit euch in die Diskussion kommen. Da komme ich jetzt gleich zu Robert Künast. Das ist heute unser Redner hier in unserem Science Talk. Und zwar muss ein bisschen Abstand halten, dass wir uns auch richtig korrekt hier verhalten. Und zwar der Robert hält heute einen Vortrag über EDA-Flächen, ein Beispiel für Naturschutz. Und Robert ist inzwischen Masterstudent an der Uni Kassel und sein Schwerpunkt ist, so viel ich weiß, Zoologie und ökologische Agrarwissenschaften. Und besonders interessierst du dich für Entomologie, das heißt die Wissenschaft der Insekten, also Insektenkunde. Und ich habe mir auch erklären lassen, dass du daran interessiert bist, Insekten, die man ganz schwer nur eigentlich bestimmen kann, dazu eine Methode zu entwickeln, wie man DNA-basiert dann ganz einfach Insekten bestimmen kann, die man sonst schwer bestimmen kann. Richtig? Ungefähr, ja. Ne? Gut. Ja, und ich habe auch gehört, dass du dich mit diesen EDA-Flächen eigentlich schon ziemlich lange beschäftigst. Das hast du sogar schon vor deinem Studium gemacht. Mhm. Und deine Bachelorarbeit, die du in Freiburg gemacht hast, die hast du auch schon dem Thema gewidmet. Und ja, jetzt bin ich gespannt, oder wir alle wahrscheinlich, was sind denn eigentlich die EDA-Flächen und was hat es denn damit auf sich? Dann übergebe ich vorbei. Dankeschön. Dann grüße ich auch alle von dem Bildschirm herzlich und willkommen zu diesem Vortrag über EDA-Flächen mit dem Untertitel Ein Beispiel für Naturschutz. Fangen wir mal etwas allgemeiner an. Was ist eigentlich Naturschutz? Naturschutz wird in drei plus-minus Oberthemen untergliedert. Das erste ist der Erhalt von biologischer Vielfalt. Das heißt, der Erhalt von verschiedenen Arten, Arten und Reproduktionsgemeinschaften, also Tieren, die sich miteinander fortpflanzen können, die verschieden aussehen. Der zweite Punkt ist der Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. Der Natur stellt für uns Menschen, ob sie will oder nicht, verschiedene Sachen bereit. Sauberes Trinkwasser, Nahrungsmittel, Holz, anderes Baumaterial. Und vieles davon wird durch Lebewesen erzeugt. Der dritte Punkt ist der Erhalt von Arten und Natur aufgrund ihres eigenen Wertes. Das ist so ein bisschen mein moralisches Argument. Zu Beginn des Vortrags würde ich mich vor allem gerne auf die ersten beiden Punkte fixieren. Also schauen wir uns mal den Erhalt der Arten ein bisschen genauer an. In Deutschland haben wir plus minus 48.000 Tierarten. Das hört sich nach sehr viel an, ist aber im Vergleich zu den Tropen gar nicht mal so viel. Von diesen 48.000 Arten, die man in diesem schönen Tortendiagramm sehen kann, sind ungefähr 30.000 Arten Insekten. Das ist deutlich mehr als die Hälfte. Das heißt, wenn ich von Artenvielfalt rede, habe ich immer eine gigantische Menge an Insekten darin. Und wenn ich mir die Tiere anschaue, die vielleicht die meisten von euch unter Artenvielfalt oder unter Naturschutz verstehen, zum Beispiel Säugetiere wie Luchs, Bär, dann ist es nur ein ganz, ganz kleiner Anteil unserer tatsächlichen Artenvielfalt. Auch die Vögel, die man sehr viele verschiedene sehen kann und noch hören kann, sind insgesamt nur 300 von diesen ganzen 48.000 Tierarten. Und da gibt es natürlich noch einen gewissen Rest, der auch oft mehr als 6 Beine hat. Gut. Schauen wir uns mal an, was von den Insekten denn genau für den Erhalt für die Leistungsfähigkeit dargestellt wird. Was die meisten von euch kennen, ist die Blütenbestäubung. Wir kennen da in vielen Beispielen die Bienen, die von Blume zu Blume fliegen und dafür sorgen, dass wir zum Beispiel viele verschiedene Nahrungsmittel haben. Was wir hier sehen, ist tatsächlich keine Biene, das ist eine Fliege, die sich als Biene tarnt, eine sogenannte Schwebfliege. Aber auch die sind dafür da, oder sie bestäuben Blüten für uns, auch wenn man das vielleicht gar nicht so denken würde. Nicht nur die Bienen sind dafür wichtig. Ein anderer wichtiger Punkt sind Nährstoffkreisläufe. Vielleicht haben manche von euch einen Komposthaufen. Und auch wenn man das nicht so gern mag und das riecht ein bisschen schlecht, das ist Leben pur, was da drin in diesem Haufen abgeht. Und auch die Maden in der Biotonne, auch die mag niemand, aber auch das ist wahnsinnig wichtig. Denn ohne diesen Prozess,
Ohne diese Lebewesen wäre es für uns gar nicht möglich, aus den Abfallprodukten, die wir haben, am Ende wieder Lebensmittel herzustellen. Als dritten Punkt haben wir auch die Schädlingsbekämpfung. Insekten fressen natürlich auch Schädlinge. Weil man hier ein bisschen kritisch sagen muss, auch viele Insekten sind Schädlinge. Das heißt, vielleicht so ein bisschen Plus-Minus-Spiel. Vielleicht zur positiven Seite der Insekten zu sagen, gibt es auch Insekten, wie zum Beispiel Marienkäfer, die Pilze, wie den Mehltau fressen. Also auch da könnte man sagen, ja, Insekten fressen wahrscheinlich mehr Schädlinge, als sie selbst Schädlinge sind. Unterm Strich also, Insekten sind ein essentieller Bestandteil. Sowohl Diversitäts-, also Artenanzahl technisch, als auch von ihrer Funktion. Für uns und für unser Leben und für unsere Landschaft. Und dementsprechend ist die Forschungsergebnisse in den letzten Jahren rauskommen, umso dramatischer, dass wir sehen können, das ist die Studie aus Krefeld, und der rote Pfeil zeigt es schon, die Biomasse der Insekten in Deutschland ist um bis zu 40% gesunken. Und das ist ein wahnsinnig großer Anteil. Die Autofahrer freuen sich vielleicht, weniger Flecken an den Scheiben, aber für den Naturschutz, für Biodiversität ist es eine absolute Katastrophe. Und wir als Gruppe, da haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, okay, was können wir dafür machen? Wir wollen da irgendein Projekt machen, mit dem wir dagegen arbeiten. Und ich würde euch gerne ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, wie unser Gedankengang war. Primär, wenn wir uns Deutschland von oben anschauen, sehen wir, das sieht schon sehr monoton grün aus. Wenn wir näher heranzoomen, sehen wir, also Deutschland ist ein Land, wir haben wahnsinnig viele Äcker. Alle Fläche oder die meiste Fläche, die wir haben, wird intensiv genutzt. Wir haben Äcker, Straßen, wir haben nebendran Forst, wir haben eine Stadt, ein Dorf und dazwischen drin ist nur ganz, ganz wenig Platz, wo man Naturschutz oder Ähnliches machen könnte. Und selbst der Platz, den wir haben, den man zum Beispiel hier sieht, hier hat man zum Beispiel eine Straße und ein Feld, dazwischendurch ist dann kleingeschnittener Rasen oder hier auf einem Kreis einfach Schotter. Es ist einfach ganz, ganz schade, dass diese Flächen, die wir haben, die wir wirklich nutzen könnten, um effizienten Naturschutz zu bearbeiten, so traurig aussehen. In unseren Augen ist es einfach etwas seltsam, dass diese Flächen nicht so aussehen. Das sind in dem Fall nicht mal irgendwelche Saatmischungen, da wird einfach nur nicht mehr gemäht und da wachsen da so schöne Blumen. Also, das ETA-Projekt basiert auf zwei Grundannahmen. Die erste Grundannahme ist, dass Fläche eine sehr, sehr knappe Ressource ist. Man davon ausgehen kann, dass in den nächsten Jahren dabei bleiben wird. Also Fläche taucht ja nicht aus dem Nichts auf. Die zweite Grundannahme ist, dass die Biodiversität, auch der Insekten, aber generell von allen Arten, die wir in Deutschland haben, stark abnimmt. Unser Rückschluss dafür war, okay, unser Ziel muss es sein, die Fläche, die wir haben, so effizient wie möglich zu nutzen. So, gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Was heißt EDA eigentlich? EDA ist tatsächlich auch ein deutsches Wort, es ist kein Akronym, es heißt aber sowieso da. Sowas wie, die Fläche ist eh da oder das Bier ist eh da, dann kann man es ja auch trinken, was in der Bar wahrscheinlich mal eine gute Idee wäre. Das heißt, es ist eigentlich ein selbsterklärendes Wort. Vielleicht ein konkretes Beispiel zu zeigen, was sind EDA-Flächen eigentlich, wie sehen die in der Natur aus? Wir haben hier zum Beispiel eine Fläche, die liegt zwischen einer Straße und hier ist ein Hang, wo wir ganz viel Grünfläche haben, die nicht bewirtschaftet wird, wo nichts einfach ist. Hier haben wir zum Beispiel zwischen einer Agrarfläche und einer Straße noch ein bisschen Fläche, ist eher ein bisschen kommunales Grünland. Hier haben wir hinter einer Sporthalle eine Wiese, dann nebenan war Bogenschießen, da habe ich meine Bachelorarbeit gemacht, wurde glücklicherweise nicht abgeschossen. Insekten stört das etwas weniger, wenn da Pfeile fliegen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch an einem Ortseingang eine Fläche mit einem Retentionsbecken. Das heißt, wenn es da regnet, dann fließt das Wasser da rein, um quasi zu verhindern, dass es Überschwemmungen im Dorf gibt. Und alle diese Flächen haben gemeinsam, dass man auf ihnen naturschutzfachliche Aufwertungsmaßnahmen machen kann. Zum Beispiel man kann Blumen pflanzen oder andere Sachen machen, über die wir nachher noch reden werden, ohne dass die Funktion dieser Fläche dadurch beeinträchtigt wird. Schauen wir mal an. EDA-Flächen sind wegbegleitende Flächen, Verkehrsinseln, Bahndämme, Hochwasserdämme und Deiche und kommunales Grünland. Im Gegensatz dazu, was sind denn nicht EDA-Flächen? Hier ein paar Beispiele. Gärten zum Beispiel. Wir haben an sich kein Interesse, irgendwie Nutzungskonkurrenz zu bekommen. Das heißt, wenn Gärten vorhanden sind, Leute möchten da irgendwas machen, ist es erstmal okay. Es kam auch vor, dass Leute zu uns kommen und Tipps wollten, aber generell basiert das EDA-Projekt nicht darauf, in irgendwelche Privatbesitz reinzugehen. Naturschutzgebiete sind auch dazu. Auch da werden oft Projekte gemacht, die man auf EDA vielleicht nicht machen kann, was eine tolle Sache ist. Und auch da versuchen wir uns ein bisschen von distanzieren. Wir arbeiten auch gerne zusammen, aber Naturschutzgebiete sind keine EDA-Flächen. Und das Weitere natürlich Wirtschaftsgebiet, also wenn irgendwo Äcker sind oder Feldfrüchte angebaut werden, dann kann man da nicht einfach eine Blumenwiese pflanzen. Dadurch wird die Funktion des Gebiets eingeschränkt und das wollen wir einfach nicht. Wir versuchen quasi zu optimieren, ohne dadurch irgendeinen Schaden entstehen zu lassen. Gut. Also EDA-Flächen sind nicht Gärten, Naturschutzgebiete und bewirtschaftetes Land. Da muss ich fragen, okay, hört sich zwar gut an, aber wie viel von Deutschlands Fläche sind eigentlich EDA-Flächen?
Und da gab es auch eine Arbeit vor einigen Jahren, die das untersucht hat. Und da kam raus, dass tatsächlich 2-6% der deutschen Fläche, diese Ederflächen, die sowieso da sind und nicht wirklich genutzt werden sind. Und das ist ein gigantischer Anteil. Wenn man das auch nur einen Bruchteil davon umsetzen könnte, könnte man wirklich wahnsinnige naturschutzfachliche Fortschritte machen. Gut, wie findet man diese Ederflächen? Angenommen, man sagt, hey, wo finde ich die in meiner Nachbarschaft? Es gibt natürlich zwei Wege. Der erste ist, man sucht sie einfach aktiv. Weil es sind ja ein paar Leute, die zuschauen aus Kassel. Was wir hier sehen, ist eine Fläche, die liegt in der Nähe vom Auerpark. Hier sehen wir zum Beispiel, da ist der zwischen dem Fahrradweg und der Straße ist der ganze Rasen ganz kurz geschnitten. Da wächst einfach nichts. Und das ist sehr schade, weil da könnte man viel mehr wachsen lassen. Ein anderes Beispiel, was eigentlich schon besser ist, ist hier. Das ist Richtung Auerpark, Richtung Bonnertal. Und hier sind tatsächlich einige Pflanzen stehen geblieben. Sieht man zum Beispiel einen Natternkopf und von der Position des Fotos aus war auch noch ein Mohn gestanden und hat alles gesummt, da war alles voll mit ganz schönen Hummeln und anderen Insekten. Und das, obwohl nur so wenig Pflanzen stehen gelassen wurden. Man stellt sich mal vor, da hätten sie mehr stehen gelassen, da würde alles blühen, das wäre ein Insekten-Hotspot, da würde richtig viel unterwegs sein. Und das ist in dem Moment einfach schade, dass da das Management mehr auf dem ästhetischen, dem kurzen Rasen liegt, dass man sagt, okay, Blumen und Insekten haben ihre eigene Schönheit. Andere Möglichkeit, da wir nur begrenzt viele Wandermärsche machen können, ist, wir können das mittlerweile auch mit Geodatenanalysen finden. Das heißt, angenommen, wegen jemandem Interesse an dem Projekt mitzumachen, können wir mit Karten sagen, wo in seiner Kommune, Stadt, in dem Gebiet, das er möchte, die Flächen bereit sind. Ab dem Punkt muss eigentlich nur noch jemand hinfahren und schauen, okay, was wollen wir da machen, kann man da was machen und so weiter. Das heißt, wir haben die Methodik, um diese Flächen zu finden, optimiert und sind in der Lage, die sehr schnell zu finden. Wenn wir sie gefunden haben, was können wir damit denn machen? Dafür vielleicht ein Jenga-Turm, weil ich sehr gerne Jenga spiele, als Beispiel. Ein Ökosystem oder so eine Fläche, die ich habe, basiert letztendlich weiter unten auf zwei verschiedenen Faktoren, primär auf einem, nämlich auf der Umwelt. Auf der wiederum basiert, was für Pflanzen da wachsen. Hier haben wir zum Beispiel zwei Beispiele. Hier oben ist nochmal die Wiese, die hinter der Turnhalle war. Wir können davon ausgehen, dass relativ viele Nährstoffe sind da drin, ist relativ feucht. Und weiter unten haben wir ein Beispiel von einem Rohboden. Ein Rohboden ist einfach nur ein Boden, wo nichts drauf wächst, wo also ja, einfach der rohe Boden zu sehen ist. Und auf diesen beiden Flächen haben wir allein durch diese Eigenschaften, die dort sind, durch den Rohboden und die Wiese, komplett verschiedene Insekten. Oben zum Beispiel, also verschiedene Ökosysteme. Oben zum Beispiel hatten wir diese Insekten ziemlich oft, das ist eine Florfliege. Das ist ein Insekt, das Gärtner sehr gerne mögen, weil die Larven, Blattläuse in gigantischen Mengen fressen und dadurch ein extrem effizienter Nützling sind. Während wir auf der Fläche unten Sandlaufkäfer hatten, das ist dieser Käfer hier, das ist ein Käfer, der wunderschön bronze schimmern kann. Einige Arten von der Gruppe sind in Deutschland mittlerweile auch bedroht, weil gerade diese Rohbodenbiotope oder auch sandige Biotope bei uns ganz, ganz selten werden. Es wächst da überall was oder überall baut jemand was. Das heißt, dass diese Habitate doch sehr schützenswert für uns einfach sind. Gut. Das EDA-Projekt fokussiert sich generell auf diese unteren Ebenen. Das heißt, wir versuchen, indem wir die Umwelt oder die Pflanzen manchmal verändern oder schützen, auf Einfluss auf die Arten zu nehmen, die wir hatten. Als wir das Projekt begonnen hat, mussten wir halt auch so ein bisschen entscheiden, wir brauchen hier irgendein Vorzeigetier. Wir können ja nicht sagen, wir schützen einfach alle Insekten. Wir brauchen irgendwas Sympathisches, was die Leute mögen. Und auch wenn ich ein riesen Käfer-Fan bin, haben wir uns am Ende für Wildbienen entschieden. Einer der Hauptgründe ist, dass Insekten eine Eigenschaft haben, die man anhand von Wildbienen hervorragend sehen kann. Und diese Eigenschaft nennt sich, dass Wildbienen, wie viele andere Insekten, sogenannte kombinierte Lebensräume brauchen. Was ist ein kombinierter Lebensraum? Ein Beispiel, das ist eine dunkle Erdhummel. Wir sehen sie hier auf einer Blüte als Nahrungsquelle. Aber wenn ich nur Blüten habe, kommt diese dunkle Erdhummel nicht vor, denn sie braucht noch etwas anderes. Was sie noch braucht, sehen wir hier, ist ein Mauseloch, weil diese dunkle Erdhummel bildet Staaten. Und diese Staaten bildet sie in Mauselöchern. Das heißt, die Königin fliegt am Anfang des Jahres, sucht sich ein Mauseloch, fliegt da rein, bildet ihren Staat und von da aus können all die Arbeiter ausschwärmen und solche Blüten suchen, bei denen sie Nahrung wiederum in den Stock bringen. Das heißt, dass ich diese Hummel, diese Art Bombus terrestris, nur an Orten haben werde, an denen ich sowohl Mauselöcher oder ähnliche Löcher haben werde und ein Blütenangebot. Eins von beiden reicht nicht. Was vielleicht auch so ein Hintergedanke ist, ob nur eine Blumenwiese reicht, um Insektenvielfalt zu fördern. In dem Beispiel nicht. Ein anderes Beispiel. Das hier ist die Holzbiene, das ist die größte Wildbiene, die wir bei uns haben. Das ist ein riesiges, blauschillerndes Tier, ist auch unfassbar laut, wenn es an einem vorbeifliegt. Das kennen wahrscheinlich viele von euch, auch wenn sie es nicht als die Wildbiene erkannt haben. Und wir sehen, zum einen braucht sie natürlich auch Nektarquellen und zum anderen braucht sie Totholz. Und was wir hier sehen können, ist ein Loch. Das ist das Loch, das hat eine Holzbiene in diesen Ast reingenagt. Und in diesem Loch
sitzen dann quasi Schicht auf Schicht verschiedene Brutzellen, in denen diese Wespe Nahrung für die Jungen hat und ein Ei. Das heißt, dass diese Wespe, oder diese Biene, sorry, diese Biene, um zu überleben, einen kombinierten Lebensraum braucht, nämlich die Kombination aus einem Nahrungsangebot und eben Totholz. Ist nur eins von beiden da, kann diese Biene dort nicht leben. Vielleicht ein ganz besonderes Beispiel haben wir hier, die sogenannte Zaunrüben-Sandbiene. Wie der Name schon sagt, ist für diese Biene die Pflanze Zaunrübe einfach alles. Diese Biene ernährt sich nur von der Zaunrübe. Diese Biene findet ihre Partner nur auf der Zaunrübe. Die brauchen kein Tinder und dergleichen, die brauchen dafür nur eine einzige Pflanzenart. Und diese Biene schläft auch nur auf der Zaunrübe. Wie man hier sieht, das ist ganz niedlich, die hat sich da festgebissen und die können ihre Augen ja nicht zumachen, die haben keine Lider, aber sie schläft da und nachts geht die Blume mit der Biene zu. Das sieht schon sehr goldig aus. Also, vielleicht mal ein bisschen konkreter zu werden, eine Fallstudie. Ihr habt die Karte vorhin schon gesehen, das ist die Karte von Bornheim. Das ist eine Gemeinde in der Pfalz gewesen, wo quasi das erste Mal das EDA-Projekt in größerem Maßstab durchgeführt wurde. Und wenn man diese Karten findet, kann man da schon ein bisschen was mitmachen. Wir wissen zum Beispiel, dass Wildbienen im Durchschnitt, das variiert zwischen den Arten, 200 bis 300 Meter weit fliegen. Und ihr wisst jetzt ja auch, dass Wildbienen sowohl eine Nahrung brauchen, als auch einen Brutplatz. Das heißt, unser Ziel muss es sein, diese beiden Dinge, ungefähr diese beiden Faktoren, ungefähr 300 Meter in ihre Nähe zu bringen, dass die Biene quasi da hin und her wandern kann. Und das kann man machen, indem wir quasi die Flugradius der Biene simulieren, wie man es hier sieht, und dann quasi diese Kreise um die Flächen legen. Und das hilft uns quasi auch, optimale Flächenauswahl zu treffen, zu sagen, okay, welche Fläche benutze ich am besten für was, wenn die zum Beispiel zu klein ist, um eins von beiden, um beides zu machen, oder wenn zum Beispiel einfach keine Habitate, also kein Totholz und kein Rohboden da sind. Konkret würde ich euch gerne diese drei Flächen hier oben im Norden zeigen und die Managementmaßnahmen demonstrieren oder einfach darstellen, die wir da gemacht haben. Auch wenn ich sehr gerne Schmetterlinge draufgetragen hätte, das kam nicht vor. Die erste Fläche war das Retentionsbecken, das ihr vorhin schon gesehen habt. Also hier war ein Becken, da ist sehr viel Wasser immer reingelaufen und wir hatten dementsprechend da auch sehr viele Rohbodenbiotope, das heißt Boden, wo nichts gewachsen ist. Gleichzeitig hatten wir auch noch sehr, sehr viele Blühpflanzen. Und wir haben quasi gesagt, okay, der Rohboden erhält sich so ein bisschen von selbst, also legen wir den Fokus auf die Blühpflanzen. Und das ist, was wir gemacht haben. Wie ihr vorhin gesehen habt, ist es ja oft so, dass angenommen Schmäh, also irgendwas wird niedergemäht, vom Baubüro zum Beispiel, dass alles gleich platt gemacht wird. Vielleicht davon mal ist es quasi so, dass nur ein Teil, sei es 50% oder 30% dieser Fläche, runtergeschnitten wird. Das heißt, dass der Teil, der noch hochgewachsen ist, weiterhin als Blütenangebot für die Insekten, die dort sind, zur Verfügung steht. Und wenn dann der Teil, der vorher runtergeschnitten wurde, wieder hochgewachsen ist, wird der andere Teil niedergeschnitten. Und so kann man quasi garantieren, dass für die Bienen immer ein Nahrungsangebot vorhanden ist. Das ist ja gar nicht gleich Staffelmaat. Und das andere war, eine andere Maßnahme war auch noch, dass wir zum Beispiel überlegt haben, okay, könnte ich hier ein nationales Saatgut ausbringen, kann ich hier die Pflanzenvielfalt mit einheimischen Arten irgendwie erhöhen? Das haben wir teilweise natürlich auch gemacht, wenn der Boden das zugelassen hat, dann war das natürlich auch eine schöne Option, Vielfalt zu erhöhen. Was wir auf der Fläche dann zum Beispiel am Ende gefunden haben, war der sogenannte zottige Bienenkäfer, der gerade eine Blattlaus frisst. Es ist keine Biene, man glaubt es kaum, aber er ist mit Bienen assoziiert, wie der Name schon schließen lässt. Und zwar, was wir hier oben sehen, ist die Larve von diesem Käfer in dem Nest einer Mauerbiene. Dieser Käfer legt nämlich seine Eier in die Nähe von Nestern von Wildbienen oder in die Nester von Wildbienen, das weiß man noch nicht so genau. Die Larve ist sehr behaart, dadurch ist sie resistent gegen Bienenstiche. Sie wandert oder ist bereits im Bienennest drin, frisst dort den Vorrat der Biene, der angelegt wurde für die Larve, auf und am Ende auch die Larve selbst und ist in der Lage, sich in einen neuen Käfer zu entwickeln. Hört sich eigentlich blöd an, oder? Ein Parasit zu fördern, der macht ja die Wildbienen tot. Aber was zeigt das denn? Dieser Parasit kann nur in großen Mengen da sein und nur in großen Mengen vorkommen, wenn wir es geschafft haben, dass die Wirtspopulation, also die Mauerbiene, auch in großer Menge vorkommt. Das heißt, das Vorkommen dieses Parasitens zeigt uns, dass es uns gelungen ist, dort sehr viele Habitate für Bienen zu erzeugen, was eine großartige Sache ist. Eine andere Fläche war das Grün, das ich vorhin gesehen habe, wo hier oben quasi der Weinberg ist und hier neben auch eine Straße war. Und hier hatten wir vor allem sehr, sehr viele verschiedene Habitattypen. Wir hatten sehr viele Totholzelemente und wir hatten Rohboden. Und hier war unsere Kernidee, okay, wir versuchen diese Habitate zu schützen. Weil generell, Rohboden ist unbewachsener Boden, der wächst ja irgendwann zu. Das heißt, wir haben gesagt, okay, zum Baubüro, macht das ab und zu mal weg
Und wenn ihr was runterschneidet, also wir totes Holz haben, räumt das nicht weg. Wir wissen, es sieht nicht schön aus, aber lasst es doch einfach mal liegen. Und das Ganze war am Ende auch von Erfolg gekrönt. Denn was wir auf dieser Fläche sehr oft finden konnten, war diese Biene, die wir vorhin schon gesehen haben, die blaue Holzbiene, die, wie wir vorhin auch schon erkannt haben, vor allem diese Totholzhabitate braucht. Das heißt, dass diese Totholzhabitate, die wir dort in großen Mengen quasi erschaffen haben, oder nicht erschaffen, die haben eher verhindert, dass sie zerstört werden, haben dann geholfen, um diese Biene zu erhalten. Noch ein letztes Beispiel von einer größeren Fläche. Bei dieser Fläche hatten wir sowohl beides. Wir hatten hier neben Habitate für Bienen, das war quasi eine Löschwand, da waren ganz viele Bienen voll dran, hat auch immer alles gesummt. Und neben dran hatten wir noch sehr viele Blütenpflanzen. Das heißt, haben wir gesagt, okay, wir haben beides, dann lass uns doch dabei bleiben. Wir haben quasi gesagt, okay, macht diese Löschwand weiterhin frei, dass sie nicht drüber wächst, dass die Tiere weiterhin darauf Zugang haben. Und schaut, dass wir Pflanzen, vielfältige Pflanzen vorkommen dort haben, dass wir viele verschiedene Arten haben. Was letztendlich dann hauptsächlich bei der alten Situation war, weil es ja schon viele Feuer gab. Und was wir dort dann gefunden haben, war auch ziemlich schön. Nämlich solche Bilder zum Beispiel. Was wir hier sehen, in dem Loch ist eine Sandbiene. Und außenrum diese beiden roten Bienen sind auch Bienen, die Wespenbiene heißen. Und das gibt es ganz gemein, das sind Bienen, die Bienen parasitieren. Das heißt, diese beiden Bienen hier warten darauf, dass die Sandbiene aus ihrem Loch rauskommt, um schnell reinzugehen und ihre Eier in den Vorrat der Biene, der Sandbiene zu legen. Und die dann wiederum von den Larven der Wespenbiene, der roten, gefressen werden. Das heißt, die sind auch nicht so freundlich. Aber auch hier ist wieder eine tolle Sache, dass wir es geschafft haben, einfach nicht nur das Tier selbst zu schützen, die Sandbiene, sondern wir haben das Ökosystem an sich zumindest mal aufrecht stabil gehalten. Das war ein sehr großer Fortschritt und das war auch eine Sache, die man quasi aus einem Foto sieht. Man konnte sich in die Fläche reinstellen und das Ganze beobachten. Das war jetzt kein einmaliges Ereignis. Gut, kommen wir zu den positiven Erfahrungen, die wir hatten. Was uns sehr, sehr wichtig war, war Kommunikation. Ne? Ich stehe ja auch schon hier, man sieht's. Und zwar wichtig, dass die Leute wissen, was wir da machen. Wir möchten nicht, dass Naturschutz ein kryptischer Begriff ist mit irgendwelchen Vögeln und Bären und Luchsen. Wir wollen den Leuten zeigen, was ist Vielfalt eigentlich? Wie kann ich das fördern? Was bedeutet es? Was für Insekten fliegen denn da? Was machen die denn? Damit kann man Leute wirklich super begeistern. Und auch wenn wir gerade nicht da waren, haben wir zum Beispiel Schilder an verschiedenen Stellen gestellt. Zum Beispiel, wenn er einfach beiläuft, denkt man sich, was hat denn die Baustelle da hingeschmissen? Wenn man dann sagt, okay, wir haben einen Steinhaufen gemacht, in dem Fall war das eher um Eidechsen zu schützen oder um Eidechsenhabitate zu machen, wird das Ganze viel, viel schöner. Wir haben auch versucht, mit Clustern eine Exkursion zu machen und denen zu zeigen, okay, also auch in jüngeren Generationen quasi eine Faszination für Zoologie zu erzeugen, weil es ist auch etwas, was in letzter Zeit so ein bisschen nachlässt in unseren Augen. Was sehr schön war, wir hatten motivierte Teilnehmer. Auf dem Bild, er sieht nicht motiviert aus, ich weiß, aber er war es. Und zwar, das ist der ehemalige Bürgermeister von Bornheim und die haben sich extra so ein Eder-Schild machen lassen, das an den Rand ihres Dorfes stellen gelassen, weil die es so toll fanden. Und auch als ich dann dort war und die Flächen quasi bearbeitet habe, kamen auch mal Leute im Auto vorbei und fragen, ist das Bornheim, wo sind denn hier diese berühmten Eder-Flächen? Es war für die sehr prestigetechnisch tatsächlich, dass sie hier dieses Projekt hatten. Und die waren da auch sehr, sehr stolz drauf. Gut, des Weiteren hatten wir auch die Situation, dass Anwohner zu uns kamen und gesagt haben, hey, wir haben noch Flächen übrig, ne, vielleicht Baugrund, einen Garten. Wir wollen gerne mitmachen, ne, wir finden, was ihr macht, sehr toll und wir würden da gerne auch selbst mit rein investieren. Das heißt, die kamen zu uns und wir haben denen mal gegebenenfalls Tipps gegeben, was sie machen können und die Flächen angeschaut, was auch für uns ein super Feedback ist, zu sehen, dass die Leute da quasi auch noch Eigeninitiative zeigen und selbst mehr machen wollen. Was auch noch schön ist, dass, wir hatten ja vorhin auch Naturschutzgebiete gezeigt, wir können auch Kombinationen finden. Zum Beispiel, was in Deutschland oft der Fall ist, dass wir zwei große Naturschutzgebiete haben, die aber weit voneinander entfernt sind. Und damit zum Beispiel nicht Schmetterling von A zu B fliegen kann, ist es sehr praktisch, wenn er zwischendurch mal anhalten kann und Nahrungsmittel bekommen kann, also quasi Blüten vorfinden kann. Und solche Zwischenstopps können durch Ederflächen zum Beispiel generiert werden. Und zu guter Letzt, was meine Bachelorarbeit war, zu schauen, gibt es denn wirklich mehr Wildbienen? Ich bin da immer so ein bisschen paranoid bei sowas. Er hat mir gezeigt, ja, ich habe tatsächlich gesehen, dass es auf gemanagten Flächen signifikant mehr Wildbienen gab als auf nicht gemanagten Flächen. Zumindest in dem Rahmen, wie es in der Bachelorarbeit quasi brauchbar ist. Und wenn wir von positiven Erfahrungen reden, so mal ein paar schöne Bienen, müssen wir auf den negativen Erfahrungen mal ein bisschen kommen. Was sind denn die Limitationen von EDA-Projekten? Und an erster Stelle ist natürlich, wie viele gesehen haben, viele der Habitate, die wir erschaffen möchten, der Lebensräume sind einfach auf den ersten Blick wirklich nicht ästhetisch. So ein Baumstamm, der da vor sich hingammelt, wenn er mal vorbeiläuft und nicht weiterpasst, denkt man sich so, Wenn man den Leuten dann aber zeigt, hey, geh mal ein bisschen näher hin, bei einem Holz, da sind Löcher drin,
Da sind Larven von Tieren drin. Unsere schönsten Käfer kommen aus solchen toten Baumstämmen. Unsere großen Holzbienen kommen aus toten Ästen. Dann haben die Leute meistens verstanden, worum es geht. Dann wird die Sache auch deutlich einfacher. Aber ohne diese Information, ohne diesen Teil der Bildung, den wir implementiert hatten, war das ganz schwierig, Leuten diese unattraktiven Habitate näher zu bringen. Ein anderer Punkt, klar, wenn ich eine Fläche habe, wo grün drauf ist, habe ich auch Blattläuse zum Beispiel. Und da gab es natürlich auch die Fälle, dass ein Anwohner zu uns gekommen ist und gesagt hat, hey, ich habe in meinem Garten Blattläuse. Auf der Fläche nebenan von Ihnen sind auch Blattläuse. Da ist doch ein Zusammenhang. Ja, ob das an der Fläche liegt, wissen wir nicht. Aber generell überall, wo ich irgendwelche Naturschutzpraktiken vollziehe, werde ich auch Schädlinge haben. Blattläuse, Weichschwanzen, die Liste ist riesig. Auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel auch mitten in den Blattläusen, das ist eine Schwebfliegenlarve, die gerade dabei ist, die ganzen Blattläuse aufzufressen. Das heißt, auch hier, wir schaffen beides. Schädlinge, aber auch die Nützlinge. Wir haben auch vorhin gesehen, viele Ederflächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu Äckern. Das heißt, wenn auf den Äckern große Mengen an Pestizide, an Giften, an Nährstoffen ausgesetzt werden, gelangen diese teilweise auch auf die Ederflächen. Das heißt, wenn ich eine große Auswahl habe an Flächen, die ich nehmen möchte, ist es immer ein bisschen clever zu schauen, die Flächen, die weit von Äckern weg sind, sind ein bisschen cleverer, weil da einfach dieser Einfluss der Gifte geringer ist. Und wenn man natürlich sagen muss, wir haben kleine Flächen. Wir können nicht alles schützen. Dieser Fläche zum Beispiel hinter diesem Busch hier wird sich kein Luchs verstecken. Und unter diesem Stein hier wird sich kein Bär verstecken. Das überlassen wir anderen Naturschutzprojekten. Das heißt, mit den Ederflächen, dadurch, dass unsere Flächengröße limitiert ist, sind wir auf eine gewisse Anzahl von Organismen limitiert, die, wie wir vorhin gesehen haben, schon einen Großteil unserer Artenvielfalt ausmachen. Also, take home. Was solltet ihr vielleicht mitnehmen nach diesen vielen Worten? Was für uns wichtig ist, ist, wir können diese Flächen mittlerweile digital finden. Wir müssen nicht mehr vor Ort sein, wir können auch digital bereits eine Optimierung vornehmen und schauen, was ist wo am schlauesten. Wir fokussieren uns auf kleinere Ökosysteme. Wir wollen keine großen Tiere schützen, wir möchten mit Insekten arbeiten, wir möchten keine riesigen Managemaßnahmen machen. Wir versuchen mit kleinen Dingen zu arbeiten. Die Projekte sind nie wirklich sonderlich teuer. Wir wollen möglichst wenig Aufwand erzeugen. Und das Ganze soll sich im kleinen Bereich stattfinden. Dafür sehr, sehr oft auf sehr, sehr großen, also großen Flächen im Sinne von der Gesamtfläche. Das ist uns quasi wichtig. Und vielleicht im aktuellen Stand. Aktuell sind über 100 verschiedene Gemeinden, die, weil das Projekt im Süden begonnen hat in der Pfalz, vor allem im Süden liegen, am EDA-Projekt beteiligt. Und auch von wissenschaftlicher Seite hilft uns zum Beispiel die Technische Universität München, wo aktuell auch verschiedene Forschungen zum EDA-Projekt laufen. Dann viele Worte von mir zu Ende 1. Vielen Dank für die dran geblieben sind. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und vielleicht gibt es noch Fragen. Dankeschön. Als Lebewesen ist mir jetzt eher unbekannt. Steingärten an sich, da gibt es ja viele, viele Diskussionen, die auch negativ belegt sind. Das EDA-Projekt versucht generell, so vielleicht das Anfangswort, nicht in Gärten einzugreifen, weil in unseren Augen sollte jeder mit seinem Garten machen können, was er will. Angenommen, ich habe den Gedanken, okay, ich würde in meinem Garten gerne ein bisschen was im Sinne Biotopreichtum machen. Dann sind Steingärten nicht so die beste Sache, tatsächlich, weil wir haben nicht so viele Arten, die in Steingärten, also quasi in sehr Schotter oder in Kies leben. Wir haben ein paar Laufkäfer, also kleinere Käfer, die können das durchaus, vielleicht auch Ameisen. Aber die große Vielfalt bei uns ist doch eher an normale Böden gebunden. Ich bin jetzt da nicht so vertraut mit. Haben wir hier, wenn wir hier keine invasiven Arten haben, also einheimische Arten, ist auf jeden Fall gut, weil, wie wir gesehen haben, ist Vielfalt erzeugt Vielfalt. Das heißt, wenn ich schaffe, dass in meinem Garten mehr verschiedene Pflanzenarten wachsen, werde ich damit wahrscheinlich, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, auch am Ende mehr Arten haben. Und ich ein bisschen aufpassen muss, weil in unseren Gärten ist es halt oft so, dass nur wenige Arten wachsen, was verschiedene Gründe hat. Das heißt, an sich ist die Idee, Vielfalt zu erzeugen, immer gut. Und als Hintergedanke vielleicht aufpassen, dass ich einheimische Mischungen nehme, weil bei invasiven Arten, bei exotischen Arten, die ich einbringe, kann es immer passieren, dass wir zu einer Massenvermehrung neigen, weil sie es hier sehr schön finden und dann wächst einfach alles zu mit irgendwas und springt dann auch über und da sind die tollsten Geschichten draus entstanden. Also auf jeden Fall an sich eine schöne Idee. Also für mich persönlich
persönlich, glaube ich, das Schönste, dass man so ein bisschen Aufmerksamkeit für diese Themen erzeugt, weil Ederflächen haben den Vorteil, sie sind überall. Das heißt, es ist nicht schwierig, mal mit einer Schulklasse dahin zu laufen und vielleicht auch bei Kindern oder auch Erwachsenen so ein bisschen ein Bewusstsein zu entwickeln, was lebt denn eigentlich um mich herum? Weil ich habe immer so das Gefühl, dass viele Menschen, es ist kein Desinteresse oder so, es ist einfach nur, man hat keinen Zugang mehr zu diesen Daten. Es ist einfach ganz, ganz schwierig, irgendwie so Insekten zu bestimmen. Klar, einfach mal ewig lange Studienzeit dafür oder auch privat. Und dieses Projekt gibt vielleicht die Möglichkeit, Leute in der Nähe zu finden. Auch wenn man nicht immer weiß, was für eine Biene genau ist. Ist das jetzt die blaue Holzbiene oder irgendwas anderes? Muss gar nicht sein, aber so eine emotionale Bindung zu diesen Themen ist einfach eine ganz wichtige Sache. Und es ist so mein Wunsch, dass einfach so diese in der Bevölkerung so ein bisschen mehr die Wahrnehmung für diese kleinen, doch wunderschönen Tiere wachsen kann. Habe ich vorhin versucht, so ein bisschen drauf einzugehen mit der Limitation. Was ganz klar ein Nachteil ist, ist, dass viele Sachen, die für die Umwelt oder für Tiere gut sind, wie dieses Totholz oder vielleicht einfach so ein Steinhaufen, wenn ich Eidechsen fördern will, für uns oft nicht schön wirken. Weil, also vor allem in deutschen Köpfen ist es ja gerne so, es muss alles aufgeräumt sein, der Rasen muss kurz geschnitten sein, der Busch muss rechte Winkel überall haben. Und die Natur sieht das anders. Die braucht eher Vielfalt, die braucht ein bisschen Chaos. Und dieses Chaos wirkt für viele so unaufgeräumt, so unästhetisch. Und da müssen wir immer an den Leuten so ein bisschen arbeiten, zu zeigen, hey, helft doch mal ein bisschen mit, Chaos ist gut, natürlich auch dann Bildung einbringen. Und oft kommt es dann auch, also was heißt oft, das kam auch schon vor, dass Leute dann quasi das Totholz weggeschafft haben, oder wir das da absichtlich hingelegt haben. Oder dass mal zu uns kam und sagt, ja, das da hinten sieht doch super unordentlich aus, was wächst denn da alles? Weil natürlich, wenn ich Pflanzen wachsen lasse, dann blüht das nicht gleich am Anfang. Das sieht dann natürlich ein bisschen komisch aus, wenn da erstmal die Gräser hochkommen und die ganzen Geophyten, die auch nicht gleich blühen, dann denkt sie, das sieht unaufgeräumt aus, was ist das denn jetzt? Aber auch da hilft es einfach sehr viel mit den Leuten zu reden. Aber klar, das sind ganz klare Limitationen, die wir haben. Auch, dass wir mit unseren, also 2-6% der Fläche ist gigantisch, tatsächlich. Aber wir sind daran gebunden, wir möchten quasi auch nicht darüber hinausgehen. Wenn ich die Fläche manage, habe ich quasi auch einen Einfluss darauf, was darin passiert. Das ist klar. Es kann immer sein, dass giftige Tiere, also giftige Pflanzen kommen, Tiere, die ich nicht will, wie Schädlinge. Aber dadurch, dass ich mit diesen Flächen Kontakt suche, habe ich da auch ein bisschen Einfluss drauf und zu schauen, okay, die Pflanze mache ich mal lieber weg. Tada! Was machen wir dafür? Generell, wir hatten zwar eine Publikation, der Biologie unserer Zeit ist vor einiger Zeit ein Artikel erschienen, der sich über das EDA-Projekt handelt. Es gab in Davos von mir jetzt einen Vortrag, der auf internationaler Ebene, also auch auf Englisch war, weil ich auch versucht habe, zum Beispiel in der Schweiz gibt es auch großes Interesse, da so ein bisschen mitzumachen. Auch die haben viele Ederflächen. Das sind unsere Hauptarten, das quasi zu verbreiten über Mundpropaganda oder über Vorträge und Publikationen und dergleichen. Generell auf Projektebene eher nicht, aber wenn dann ja jemand vor Ort wäre und fragen würde, würde dann natürlich einer mitkommen und sich das anschauen. Was wir dann quasi machen, ist, wir schauen uns hier vielleicht erst an, was haben wir eigentlich vor Ort. Weil das ist deutlich einfacher zu sagen, okay, wir haben das und das Habitat, wir wollen das schützen, als quasi alles umzureißen und plötzlich irgendwas Neues zu haben. Weil wenn man genau hinschaut, findet man an vielen, vielen Stellen, wo man es nicht erwarten würde, ganz, ganz schöne Tiere. Und die kann man dann quasi gezielt schützen. Das heißt, auch in Gärten können wir tatsächlich Sachen machen. Also wenn das Interesse da ist, ist es natürlich möglich. Aber generell sind Gärten keine Ederflächen, weil die haben ja quasi Nutzen, ne? Und wir würden dann Interessenskonflikt kommen. Das heißt, wenn wir so eine Ederflächenkarte zeichnen, würden sie die Gärten natürlich nicht dabei. Aber es ist absolut möglich, da was zu machen. Dann auch vielen Dank an die ScienceBridge, dass die mir diese Chance gaben, das Eder-Projekt vielleicht etwas bekannter zu machen. Ja, für die Kontakte und für die vielen Fragen und auch euch fürs Zuschauen. Und auch euch fürs Zuschauen. Gerne, vielen Dank. Also unsere Fans wissen da schon, wir kommen wieder. Uns gibt es regelmäßig. Wir kommen jeden Monat einmal und zwar immer am zweiten Donnerstag des Monats. Und durch die Corona-Krise ist unsere Planung jetzt ein bisschen durcheinander geraten. Aber wir können schon mal Bescheid sagen, dass am 9.7. das nächste Science-Café stattfinden werde. Wir wissen noch nicht in welcher Form, ne? Aber auf jeden Fall sind wir wieder versucht, einen Livestream draus zu machen. Und es wird wahrscheinlich der Nick Vogeler reden und er wird sagen, was dazu sagen, so wann kommt die Weltform. Genau. Gut, dann schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.